Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, Hamburg als Fair-Trade-Stadt weiter voranbringen, hört sich gut an. Wer möchte diesem Motto schon widersprechen? Und es spricht einiges für den Ansatz und das dahinterstehende Konzept. Ich möchte hier nach all den positiven Worten jedoch auch einige kritische Punkte beleuchten, die in der Praxis das Ganze problematisch machen. Denn hier hat sich ein Wildwuchs an Zertifikaten und Zertifizierungsstellen wie der Fair Trade Foundation entwickelt. Das klingt nicht nur nach Bürokratisierung, nach Vorgaben und Überwachung. Genau das ist es auch. Und darunter leidet inzwischen in der Praxis der weltweite Fair Trade Handel. Mittlerweile zielen die Standards vornehmlich darauf, in die Organisation der Produzenten, in den Herstellerländern auch einzugreifen, um diese zu reglementieren. Dazu gehören etwa Vorgaben für den Aufbau und die Kontrolle der Verwaltung, Berichtspflichten, Vorschriften zu Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, Gleichbehandlungsfragen bis hin zur Gewährleistung von Gewerkschaftseinfluss. In den Abnehmerländern andererseits sind die Fairtrade-Siegel vielfach zu Marketing-Gimmicks verkommen, mit denen sich sogar Großunternehmen, die von den Aktivisten eigentlich harsch kritisiert, damit schmücken. Mehr noch. Fair Trade ist zum Teil auch zu einem Instrument der Umerziehung mutiert. Derartige Tendenzen klangen auch schon bei den Anhörungen im Ausschuss an, als mit Blick auf offenkundig Fair Trade unwillige Konsumentengruppen, gerade auch mit migrantischem Hintergrund, von Gesetzen gesprochen wurde, die auf den Weg zu bringen seien, um den Geiz ist geil Mentalität hierzulande durch Lenkung von oben entgegenzutreten. Ob wirklich der faire Döner das Gelbe vom Ei ist. Wir plädieren dafür, an die wirklich Wohlhabenden zu appellieren und nicht diejenigen umerziehen zu wollen, die mit ihren finanziellen Mitteln wirklich rechnen müssen. Vielen Dank.